Richard David Precht ist bei uns, einer der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen, Bestsellerautor. Wer bin ich und wenn ja, wie viele kennt man? Da ging es um Menschen, aber offenbar können sich auch Tiere solche Fragen stellen, denn sein neues Buch heißt Tiere denken. Herzlich willkommen, Herr Precht. Ja, hallo. Tja, was geht Tieren denn so durch den Kopf? Ja, wenn wir das wüssten, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das nicht so genau. Und deswegen heißt das Buch auch nicht Tiere denken, sondern Tiere denken. Also es geht darum, was denkt das Menschentier über die anderen Tiere und wie behandelt es die Tiere. Verstehe. Haben Sie selber auch Tiere zu Hause? Ja, ich habe zu Hause ein großes Aquarium, 800 Liter. Das wiegt mehr als eine Tonne und da sind eine ganze Reihe etwas seltenerer Süßwasserfische drin. Mhm. Sind Sie Vegetarier? Also ich habe mir im Laufe des Schreibens an diesem Buch dann so nach und nach schon abgewöhnt, Fleisch zu essen. Mache das noch ganz gelegentlich, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich die vegetarische Ernährung insgesamt für ethisch besser halte als Fleisch essen und vor allen Dingen jeden Tag Fleisch zu essen. Mhm. Irgendwelche Tiere ganz besonders, die Sie so nach dem Studium mit dem Thema gar nicht mehr essen wollen? Ja, es gibt einige Tiere, die würde ich nicht mehr essen. Also ich esse ja ohnehin keine Schweine. Und nachdem ich mich intensiv mit Kopffüßern beschäftigt habe, also mit Kraken, muss man wirklich sagen, also ein so faszinierendes Lebewesen wie eine Krake, die eine solch unglaubliche Sensibilität hat und so ein faszinierendes Lebewesen der Evolution ist, die würde ich nicht essen. Mhm. Sie haben es angesprochen, zu viel Fleisch essen ist ohnehin ungesund. Es ist auch klimaschädlich, so viele Tiere, insbesondere Rinder, aufzuzüchten. Ist es ein ethisches Fehlverhalten, wenn man dann sozusagen auf Kosten der Allgemeinheit sich trotzdem ganz normal als viel Fleischesser ernährt? Ja, ich glaube, dass es ein ethisches Fehlverhalten ist, aber ich sehe mich selber nicht in der Rolle, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Also niemand stellt seine Ernährungsgewohnheiten um, weil ich sage, pass mal auf, du sollst nicht so viel Fleisch essen. Aber wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und auseinandersetzt und die ganzen Argumente so hört, die es alle gegen das Fleischessen gibt und die nicht so guten, die fürs Fleischessen sprechen, dann könnte das schon passieren, dass man denkt, naja, so wie die Leute in den 50er Jahren, die ja auch nur einmal am Wochenende einen Braten gegessen haben und sich noch drauf gefreut haben, war vielleicht ein bisschen besser als dieser absolut respektlose Umgang, den wir heute haben, ja, diese Fast-Food-Kultur, in dem Fleisch keinen Wert mehr hat und in dem das Leiden der Tiere hinter den Kulissen immer größer und immer größer wird, weil wir überall die Preise drücken. Hm. Aber wie soll sich das ändern? Sie sagen in Ihrem Buch, schreiben Sie, es darf keine Privatsache mehr sein. Hm. Heißt das im Endeffekt, dass es staatliche Regulierungen geben muss, dass der Staat Ernährungsvorschriften auch macht? Ich habe das mit der Privatsache in dem Zusammenhang gesagt. Es ist ja erstaunlich, wir haben in Deutschland 8 Millionen Vegetarier und wir haben 1 Million Veganer. Das sind ja unglaubliche Zahlen, aber es gibt halt viele Leute, die Veganer sind und sagen, Hauptsache ich lebe vegan und gesund und ethisch und so weiter. Und ich finde, man muss das ganze Thema viel mehr in seiner gesamten politischen Dimension sehen. Also ein Beispiel dafür wäre, selbst wenn in Deutschland die Anzahl der Vegetarier und Veganer immer weiter steigen würde, was ich sehr begrüßen würde, würde das an der Massentierhaltung überhaupt nichts ändern. Warum nicht? Weil mittlerweile die deutsche Fleischindustrie für den Weltmarkt produziert. Und wenn in Deutschland die Nachfrage nicht mehr entsprechend groß ist, wird das Zeug eben nach China verkauft oder in einige andere Länder. Mhm. Und ich möchte diesen Zusammenhang aufzeigen. Also auf der einen Seite ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen sich darüber Gedanken machen, wie sie sich ernähren und wie wir mit Tieren umgehen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, diese große politische Dimension immer im Auge zu behalten. Denn allein dadurch, dass ich mein Leben umstelle, wird das Tierleid nicht verhindert. Mhm. Ist es nicht auch so, dass wir eine Zweiklassenernährung haben, dass wir eine obere Schicht haben, die sich durchaus Gedanken darüber macht, was sie isst, und dass wir eine untere Schicht haben, die mit Industriefleisch abgespeist wird? Ja, das ist ein recht verbreitetes Klischee. Also es gibt ziemlich viele Umfragen zu dem Thema natürlich, wer ernährt sich wie. Und es ist interessant, dass bei Leuten, die wenig Geld haben, die Sensibilität im Hinblick, nach welchem Eierkarton man greift oder was für Fleisch man isst, ungefähr die gleiche ist wie bei Menschen, die viel Geld haben. Mhm. Also dieser Unterschied, den man immer sagt, nicht, das ist was, das muss man sich leisten können, der findet sich so in der Gesellschaft gar nicht so wieder, wie häufig behauptet wird. Mhm. Also Sie würden nicht sagen, dass da ein asoziales Element dabei ist, ja? Weil Essen ja eigentlich etwas Soziales ist, Ernährung ist etwas Soziales, die Gemeinschaft. Ja, aber es gibt ja erstmal überhaupt gar kein Anrecht darauf, dass Fleisch so unfassbar billig ist, wie es heute ist. Also ein Bauer, der ein Ferkel aufzieht, ja, in der landwirtschaftlichen Intensivhaltung, also in der Massentierhaltung, der verdient an einem einzigen Ferkel, das er aufzieht, bis es ein fertiges Schwein ist, das er schlachtet, verdient er, wenn er ganz viel Glück hat, 6 Euro, manchmal nur 2 Euro.
so viel ist ein Schweineleben heute noch wert. Das hängt alles damit zusammen, dass wir eben globalisiert für einen Weltmarkt produzieren und uns an diese Preise halten. Und ich finde, es gibt bestimmte Dinge, da muss man sich diesen ökonomischen Spielregeln des Weltmarktes nicht unterwerfen. Und das sind alle Fragen, die Gesundheit und die Ernährung und die auch ethische Fragen anbelangt. Und aus dieser Spirale müssen wir aussteigen. Aber wir haben es ja schwierig mit ethischen Regeln. Es gibt die ethische Regel, du sollst nicht lügen, hält sich auch keiner dran. Ja, also das ist der Sinn von ethischen Regeln, ist, dass sie nicht konsequent eingehalten werden. Also wenn Sie alle ethischen Regeln konsequent einhalten würden, dann würden Sie irre werden, würden Ihre Freunde verlieren und so weiter. Nicht? Also wenn Sie in einem Monat versuchen würden, nicht zu lügen, kämen Sie nicht mit zur Rande, würde vielleicht Ihre Ehe scheitern. Also das ist aber noch mal was anderes, als sich grundsätzliche Gedanken darüber zu machen, wie sehr kann ich mein Handeln im Großen und Ganzen verantworten. Und da ist schon ziemlich klar, ich meine, das große Problem bei der Tierhaltung besteht ja eben nicht nur darin, dass Tieren Leid zugefügt wird, und zwar in unsäglichem Ausmaß, sondern eben auch, Sie haben es gerade angesprochen, in der ökologischen Dimension. Also wenn Sie Soja dazu rechnen, dann wird 60% des weltweit angebauten Getreides an Tiere verfüttert. Das ist alles Getreide, das Menschen nicht zugutekommt. Ja, der Regenwald wird abgeholzt. Die riesigen Monokulturen werden angelegt in Brasilien und anderen Ländern. Und das alles einzig und allein zu dem Zweck, um die Menschen mit Massentierhaltungsfleisch zu ernähren. Das Wasser kommt noch oben drauf, das dazu benötigt wird. Ja. Trotzdem sind Sie ja. Trotzdem bin ich erstaunt, eigentlich, dass Sie ja eigentlich doch so einen Grundoptimismus da haben. Sie sagen auch, dass Sie glauben, die Menschen würden sich irgendwann schon intuitiv richten. Verhalten. Wie kommen Sie darauf? Das meine ich eigentlich nicht. Also ich meine nicht, dass Menschen sich intuitiv richtig verhalten. Aber ich glaube, dass in den westlichen Industrieländern unter dem Vorzeichen, dass der Frieden und der Wohlstand erhalten bleibt, das ist nicht gewiss. Aber mal gesetzt im Fall, das wäre so. Wir beobachten können, wie die moralische Sensibilität weiter steigt. Also unter diesen Bedingungen haben wir irgendwann mal erkannt, dass Sklaverei ethisch vielleicht tatsächlich nicht weiter zu verantworten ist. Wir haben irgendwann erkannt, dass Frauen auch Menschen sind, dass Frauen gleichberechtigt sein könnten oder zumindest wählen dürfen. Wir haben Kinderarbeit abgeschafft. Und das alles unter diesen Vorzeichen von Frieden und Wohlstand und einer sich moralisch weiterentwickelnden Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss sich heute beim Thema Tiere fragen, das, was wir für selbstverständlich halten im Umgang mit Tieren, ist das wirklich das, was wir wollen? Entspricht das dem, was wir über Tiere denken? Denn wir leben ja in einer Kultur, die Tiere liebt, die Tiere verzärtelt, die Osteopathen für Hunde und Katzen hat und so weiter. Aber hinter den Kulissen mit den süßen Ferkeln und Schweinchen etwas macht, was man eigentlich nicht für in Ordnung hält. Und deswegen wäre es der nächste Schritt, dass sich die Gesellschaft moralisch weiterentwickelt. Frauen würden Ihnen natürlich sagen, dass sie immer noch weit davon entfernt sind, die gleichen Rechte zu haben. Sodass also die Sensibilisierung vielleicht da ist. Und das ist ja auch Teil der Schizophrenie. Aber eben, es werden eigentlich nicht die Konsequenzen daraus gezogen. Naja, also ich würde mal sagen, 95% der Rechte, die Frauen haben, sind den Männern gleich. Und die letzten 5% werden in den nächsten Jahren auch noch kommen. Wenn Sie das Ganze mal zurückdrücken, also wenn Sie im 18. Jahrhundert Frauenwahlrecht eingefordert hätten, dann wäre ein brüllendes Gelächter in jedem Parlament in Europa ausgebrochen. Also das müssen Sie schon über einen längeren Zeitraum sehen. Und das ist bei der Tierfrage genau dasselbe. Ja, also Sie meinen nicht, dass es mindestens allgemein gültige, verbindliche Regeln geben sollte? Naja gut, es gibt ja Regeln im Umgang mit Tieren, die werden in den diversen nationalen Tierschutzgesetzen geregelt. Und dieses Tierschutzgesetz in Deutschland zum Beispiel ist ein reines Tiernutzungsgesetz. Wenn Sie sich den Text wirklich mal durchlesen, sind nur ein paar DIN A4 Seiten, dann sehen Sie, das ist ein kurzer Text über das Töten. Ja, da steht im allerersten Satz, dass der Sinn dieses Gesetzes darin besteht, das Wohl des Tieres als Mitgeschöpf zu schützen. Und anschließend lesen Sie DIN A4 Seite um DIN A4 Seite, nach welchen Regeln der Kunst Tiere sachgerecht getötet werden. Da ist also vom Schützen und gar von Mitgeschöpfen überhaupt nicht mehr die Rede. Aber das zieht sich ja durch, die komplette Schizophrenie, bis zu mir nach Hause, wo ich den Hund ins Bett lasse und mir anschließend ein Steak brate. Genau. Ja, und ich meine, ich weiß nicht, ob wir gänzlich daraus kommen, aber je mehr wir darüber nachdenken, umso schwerer fällt es uns, das zu tun, was wir routinemäßig so für normal halten, weil die anderen das auch tun. Also das Ganze ist eine Frage der Selbstsensibilisierung und der Sensibilisierung der Gesellschaft. Aller moralischer Fortschritt ist eine Frage nicht von Prinzipien, nicht von Regeln, sondern zunächst mal von Sensibilisierung.
Vielleicht gibt es ja auch eine Abkürzung oder einen Umweg, einen technischen, wenn man so will, indem man Fleisch aus Stammzellen gewinnt, also sozusagen in der Petrischale züchtet. Auch das sprechen Sie in Ihrem Buch an. Ja, also meistens wird immer so getan, als gäbe es die eine Lösung. Alle werden Veganer und Vegetarier. Oder die andere Lösung, wir entnehmen einer Kuh eine Nackenzelle, vermehren die in einer Zellkultur, die Kuh muss dafür nicht sterben, und stellen eine Bulette oder einen Burger her. So. Und ich würde sagen, beides ist gut. Also natürlich ist es gut, dass jeder Mensch, der auf Fleisch verzichtet oder sich sehr bewusst ernährt, ist großartig. Aber es gibt viele Länder der Welt, wo dieser Sensibilisierungsprozess, den wir hier gerade rasant durchmachen, nicht so weit fortgeschritten ist. China zum Beispiel, wo die Leute ewig keine fleischliche Ernährung hatten und jetzt plötzlich überall nach billigem Fleisch gieren. Und da ist es natürlich eine Lösung, wenn man es schafft, Fleisch herzustellen, echtes Fleisch, für das kein Tier mehr sterben muss oder nur noch ganz wenige. In Deutschland unmöglich, in Frankreich, wo nicht mal Genmais akzeptiert wäre, kann man sich kaum vorstellen, dass Genfleisch akzeptiert würde. Ich bin sicher, dass das akzeptiert wird. Und ich glaube, dass es sogar relativ zügig kommt. Und dass es das Ende der Massentierhaltung bedeuten wird. Weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob ich Millionen von Schweine und Rinder in Stehsärge pferchen muss, um Fleisch zu gewinnen. 1,5 Milliarden Rinder gibt es derzeit weltweit ungefähr. Und es gibt Berechnungen nach diesem Modell, dass man mit 30.000 bis 35.000 Rindern weltweit auskommen würde, um für alle, die jetzt Fleisch haben, auch dann Fleisch zu haben. Ja, genau, weil wir noch Kälberserum brauchen. Für die Nährlösung dieser Buletten oder dieser Burger. Aber natürlich ist das ein epochaler Menschheitsfortschritt und es ist vermutlich sogar deutlich gesünder. Also wenn Sie gucken, was heute im Massentierhaltungsfleisch alles drin ist, dann kann das so gefährlich gar nicht sein. Wie sind die Reaktionen, die Sie auf diese Vorschläge bekommen? Ganz erstaunlich. Also ich habe da letztens mit jemand vom BUND darüber diskutiert, der war völlig entsetzt. Also der war vorher meiner Meinung und als dann die Rede auf dieses Kulturfleisch kam, da war der sofort gegen mich. Ja, weil er sich denkt, die Technik, das ist doch das, was sozusagen uns von der Natur entfremdet. Die Technik, das ist das, was alles kaputt macht. Gentechnik ist sowieso schlecht. Und mit Gentechnik so ein Problem zu lösen, da denkt man sofort an embryonale Stammzellforschung oder sowas. Und da muss ich ganz klar sagen, ich bin gegen die grüne Gentechnik. Ich bin gegen embryonale Stammzellforschung. Aber hier sehe ich in der Tat einen interessanten Lösungsansatz. Und wichtig ist, dass wir das machen. Und dass wir das nicht den Großinvestoren im Silicon Valley überlassen, die sich das patentieren lassen und dann die ganze Welt damit überziehen. Dann wird wieder aus einer guten Idee eine schlechte.